Sandfirst, es greift an. Boah. Ja, das hatte ich befürchtet. Summer Sentra. Aber wir haben doch Pokémon Schwert. Also können wir es nicht fangen. Ja, gut. Pokémon Schild hat man dann Zacian-Not stehen, kann es nicht fangen. Wahrscheinlich. Jetzt müssen wir es erstmal besiegen. Erschauen. Ein kläglicher Versuch mit Rufus. Der immer noch Starter. Der nicht Starter-Pokémon, aber der immer noch an der Spitze steht. So Brandstempel. Eisenschädel. Ja gut, Rufus wird gleich besiegt sein. Aber ein bisschen Schaden können wir doch schon ausrichten, oder? So ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ganz kleines bisschen. Eisenabwehr. Okay. Na komm, ein bisschen Schaden noch. Immer Ende schon. Marginalen Schaden. Knuddler. Was? Knuddler? Die Attacke hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So, Rufus besiegt. So, wer darf jetzt? Blackie ist dran. Na komm, Blackie. Im Hintergrund Wolfsgeheule. Ja, das passt in der Musik. Sehr passende Musik gerade. Klingt so ein bisschen Wolfsgeheule-mäßig. Ein bisschen. Ist es nicht, aber klingt so. Boah, Stabel. Na komm. Okay, das war sehr effektiv. Ach du Schande. Na toll. Eisenabwehr. Ja gut, Blackie ist jetzt auch. Kramor ist jetzt auch vom Typ Eisen, also. Die effektivsten Attacken, die wirken jetzt hier gar nicht so toll. Knirscher. Hält's durch, Blackie. Na komm, Sturzflug. Irgendwas muss das doch bringen. Ja, sehr gut, das bringt bisher am meisten. Alles schon im gelben Bereich. Na komm, Knuddler, halte durch. Blick verfehlt. Sturzflug. Na komm. Zack. Gleich haben wir's. Ja, Rückstoß ist gut. Knirscher. Das ist nicht gut. Blick besiegt. Da muss ein weiteres Pokémon her. Wie wär's denn mit Mordiff? Du bist dran. Los geht's. Modi. Hau rein. Feuerball. Attacke. Eisenschädel. Okay, hält's aus. Feuerball. Ist nur effektiv, aber ja, mal schauen. Ja gut, ist jetzt alles nicht so spitze. Ist halt ein legendäres Pokémon. Schon im roten Bereich. Na komm, Nitro-Ladung. Knirscher, halt's durch. Halt durch, Mordiff. So, Nitro-Ladung. Zack, Summer Sentra besiegt. Sehr gut, haben wir es jetzt besänftigt. Neues Level für Denion. Level 64 für Endynanos. Kosmik-Kraft, na unbedingt. Oder nicht? Nein, nicht. Eher nicht so. Denion erreicht Level 36. Denion entwickelt sich. Ein Glurak. Na endlich. Seine finale Form. So muss es sein. Denion ein Glurak. Glückwunsch, denn Denion hat sich zu einem Glurak entwickelt. Genau dafür habe ich das Denion genannt. Dieses Pokémon kann mit seinem Feueratem Felsen schmelzen. Es verursacht ab und zu Waldbrände. Bekämpft eins, ja. Engbogen haben wir bekämpft im Champ Cup. Denion versucht Luftschnitz zu erlernen. Ja, von mir aus. Schlitzer. 1, 2 und schwupp. Denion hat Schlitzer vergessen und Luftschnitt erlernt. Sag mal, Sentra, alles in Ordnung mit dir? Was ist los? Vorsicht! Hup, pass auf! Autsch! Was ist jetzt los? Oh, Zacian, eilst du Hilfe!
Zack, Jan. Jetzt kommunizieren die miteinander, oder was? Danke, dass du mich gerettet hast, Zack, Jan. Die legendäre Umdrehszene. Ja. Schon im Vorhinein von den Bodies in den Medien gewesen. Die Animation des Umdrehens. Es scheint seine Kraft noch immer nicht ganz kontrollieren zu können. Ich mache mir große Sorgen um Summer Sentra, Zwergenfürst. Ich muss ihm einfach hinterher. Na, der ist jetzt am Boden. Und du gibst das jetzt auf der Stelle zurück, das gehört Summer Sentra. Oh weh. Hob holt sich den rostigen Schild zurück. Und rennt Summer Sentra hinterher. Mach's alle, Zapfern. Mach ihn alle. Nein! Ich fliehe dich an, verschone meinen kleinen Bruder. Zack, Jan, starrt dich an. Ja, gut. Es sieht wirklich ein bisschen lächerlich aus. Zack, Jan steht auf einer Drehplatte. So bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt. Ich glaube, es wartet auf dich. Von mir aus, wenn du dich nicht nochmal umdrehst. Ach so, ich wollte es von hinten ansprechen. Damit sie es vielleicht nochmal umdreht. Sieht so lustig aus. Punkt, Punkt, Punkt. Zack, dann betrachtet dich ruhig im Blickes. Nimmst du das rostige Schwert zur Hand, um Zack zu fangen? Aber unbedingt. Wird. Oha, Zack, Jan erscheint. Modef, du bist dran. Ich glaube, mein Team ist immer noch verletzt. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Zackers Blick wirkt entschlossen. Okay, bekämpfen wir das Zack, Jan nochmal. Bezwingen wir es und fangen wir es ein. Los, Feuerball. Sehr effektiv. Schwertkampf. Das legendäre Zarkian. Feuerball. Na los. Oh. Das ist großartig. Na komm. Ah, das ist jetzt da. Bleibt ja nur. Ich könnte es mit dem Ultraball probieren. Meisterball und Ultraball. Ein etwas ungewöhnlicher Ball, mit dem sich Pokémon nur schwer fangen lassen. Da kann ja nichts schief gehen. Los, einsetzen. Ultraball. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Ja gut. Geschenkt. Morgen besiegt. Nächstes Pokémon rufen, aber unbedingt. In die Nonos. Du stehst jetzt hier mal Patrouille, während wir es Zarkian fangen. Ich habe da nämlich einen Ball, der hier eingesetzt werden muss. Meisterball, der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes blöde Pokémon. Na komm, Meisterball. Du bist mein. 1, 2. Zack, ausgebrochen. Klasse, Zarkian wurde gefangen. Ja gut, wir hätten es auch mit Pokéballen versuchen können, aber ja, welches Pokémon wollen wir jetzt hier noch fangen? Also Summer Sentra können wir nicht fangen, soweit ich weiß, hier ein Pokémon-Schwert. Endinus haben wir schon gefangen mit einem anderen Pokéball. Ja, die After-Story ist eh bald vorbei. Das ist also, ja, wozu den Meisterball aufbewahren? Das ist wozu den aufheben? Den an der Rechte 38. Ist immer noch nicht ganz auf dem Level. Na gut. Für Zarkian wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Krieger-Pokémon. Typ Fee. Typ Fee? Okay. Das ist jetzt okay. Interessant. Dieses Pokémon gilt als legendärer Held. Es nimmt Metall auf, wandelt dieses in eine Waffe um und kämpft damit. Möchtest du Zarkian einen Spitznamen geben? Niemals. Das legendäre Pokémon kriegt keinen Spitznamen.
auch wenn es dafür bestimmt einige großartige Spitznamen gäbe, für Zacian und auch für das Zamazenta, für den legendären Pokémon. Aber nein, das ist eine ungeschriebene Regel. Legendäre Pokémon kriegen keine Spitznamen. In mein Team oder in die Box. Ja, ich würde es mal ins Team mitnehmen. Das ist. Können wir mal ein bisschen. Können wir mitkämpfen. Gegen Indianos tauschen. Indianos in die Box. Indianos hat lange genug gekämpft. Jetzt kann mal Zacian ein bisschen kämpfen. Nächsten kämpfen. Die noch so anstehen in der After-Story. Wow, wirklich beeindruckend. Der wahre König hat sich für dich entschieden, hat dich für würdig empfunden. Oh. Wir wurden Zeugen eines noblen Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer der wahre König sein wird. Du da, zack, Kopf. Freundlich uns zuvorkommt, wie immer. Mein Bruder und ich werden für unsere Taten Buße tun. Führe uns sogleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Für Kerle, die ihre Taten angeblich bereuen, schubst ihr uns ganz schön rum. Ach, was soll's. Zwangfürst, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast dir den Titel des Champs wirklich verdient. Ja, ich habe ja auch gegen Delion gewonnen. Also, aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile entfrieren. Ich habe da nämlich ein Muster erkannt. Immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Und da ist die seltene Liga-Karte von Ness. Du sortierst Liga-Karte ins Album ein. Professor Anja. Du hau jetzt mal ab. Du machst jetzt mal gefälligst den Boden. Den Bogen. Mach eine Fliege. Das ist jetzt hier. Du bist ja wohl sowas von gefeuert. Oh Mann. Die Verräterin. Ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen und belogen habe. Anfangs hat mich das auch ziemlich getroffen. Keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, Schwamm drüber. Schwamm drüber. Da fällt mir ein Lied zu ein. Das hake ich einfach als eine Sache ab, aus der ich was für die Zukunft lernen konnte. Und das meine ich nicht sarkastisch, okay? Puh. Na dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Da marschieren sie ab. So, damit wären wir die beiden nicht ganz so lustigen Clowns erfolgreich aufgehalten. Wären wir sie auch los. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Zamazenta nichts passiert ist. Piep, piep, piep. Wer rufen da jetzt an? Sanja steht vor mir. Zwangfürst, dein Smartrotum. Das könnte Hob sein. Zwangfürst, also ich bin gerade... Hey, jetzt beruhig dich doch. Okay. Hast du gehört, Zamazenta ist auch bei mir. Wo bist du? Ich bin im Schlummerwald und versuche, Zamazenta zu besänftigen. Kannst du vorbeikommen, Zwangfürst? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ich warte im Inneren des Schlummerwalds auf dich. Bis dann. Okay, jetzt braucht er meine Hilfe beim Zwingen von Zamazenta. Okay, werden wir die ihm helfen? Die Hilfe ihm bieten? Bei Hope scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen. Also, alles wie immer, schätze ich. Wird. Auch Zacian scheint sich Sorgen um seinen Partner zu machen. Wie sollten Zamazenta und Hope besser nicht lange warten lassen? Los, auf zum Schlummerwald! Jo, auf zum Schlummerwald. Zu Fuß. Müssen.
Gut, da wären wir also. Dann helf mal dem Hob mal beim Bezwingen. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist wieder in Ordnung. Hörst du? Ja. Du kannst dich selbst unter Kontrolle halten. Ich glaube an dich. Immerhin bist du der Held, der Galarigion gerettet hat. Void. Wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch. Ich wusste, dass du es geschaffst. Du liebes bisschen Hope. Du siehst ziemlich durch den Wind aus. Oh, hi. Da seid ihr ja. Gut möglich. Ich war so damit beschäftigt, Samacentra zu beruhigen, dass ich alles andere vergessen habe. Unglaublich, dass du einfach alleine losgestürmt bist und den legendären Helden zum Sänftigen. Void. Sieht glücklich aus. Ja, finde ich auch. Es war aber echt kein Zuckerschlecken, sag ich dir. Was echt jetzt? Ist das dein Ernst? Was will Samacentra von dir? Ich glaube, es hat meine Talente als Trainer anerkannt. Es möchte ein Teil meines Teams werden. Wirklich? Das ist ja großartig. Also wenn du es wirklich ernst meinst. Mal sehen. Wen kann ich so aus meinem Team werfen? Und los! Mit einem Pokéball. Klar. Hope hat's drauf. Hope hat's Samacentra gefangen. Ja gut, das ist möglich. Das lässt sich nach ein paar Versuchen. Ich muss schon sagen, ihr zwei seid echt unglaublich. Ich kann selbst noch nicht glauben, was da eben passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dank all dem ein neues Kapitel beginnen kann. Zwergfürst, ich habe eine Bitte an dich. Denk jetzt bloß nicht, dass Betis nachahmen will, aber würdest du noch einmal gegen mich kämpfen? Na, mit Freude. Hier, wo alles angefangen hat, im Schlummerwald. Klingt nach einem hervorragenden Ende für diese Geschichte. Ein letzter Kampf gegen den Rivalen. Beenden wir die After-Story hier im Schlummerwald. Zwergfürst, bei diesem Kampf halten wir uns kein bisschen zurück, okay? Bist du soweit? Ich halte mich nie zurück und ich bin immer bereit geboren. Dann lass uns losgehen, Lege. Sein letzter Kampf. Guck mal, deine Hope fordert dich heraus. Na dann, Swallock. Und Rufus mal wieder. Die Kavallerie. Also dann los, Zwergfürst. Wie wär's mit Einäschern? Zum Anfang. Oh, Wetterschild. Ja, das wird dir nicht helfen. Na komm, Einäschern. Ja gut, das könnte schon ein bisschen besser. Risikodecke. Oh wei. Das macht auch Rückstoß. Brandstempel. Na komm. Man lass es wirken. Na gut, da war das erste schon besser. Ich versuche alles aus. Alle Attacken. Na komm. Antikraft, da haben wir es gleich schon zur Hälfte. Sehr gut. Na komm, mein Team. Die entscheidende Schlacht. Das kriegen wir gepacken. Facewurf. Was wie? Konnte nicht eingesetzt werden? Gibt's doch nicht. Versuchleckel. Na komm. Anziehkraft nochmal. Das hat bisher noch nicht so viel gebracht. Roter Bereich. Sehr gut. Endlich schon. Kopfgenesung. Au. Ja. Die Kavallerie knickt ein. Rufus ist hier meine Kavallerie. Wird hier mal als erstes reingeschickt. So, Rufus besiegt. Die Kavallerie am Boden. Schickt die Infanterie. Die Infanterie heute. Gehen wir, wollen wir den mal kämpfen lassen?
Ja, kann er mal versuchen, kann er sich versuchen. Und der 38 hat jetzt nicht wirklich eine Chance. Ist noch Kavallerie. Feuerodem. Okay, versuchen wir es damit. Versuchstrecke. Ja gut. Das war zu erwarten. Der Rückstoß hat es gebracht. Modif. Jetzt kommt die Infanterie. Modif. Hau drauf. Feuerball. Attacke. Und zack. Ja gut, das hätte ich mir ein bisschen epischer vorgestellt. Also wie immer. Aber gut, na komm, das kriegen wir noch hin. Lohnkanonade. Mach's zu Ende. Das erste Punkt mal besiegt, da waren es noch 5. Ja gut, es ist jetzt. Wir bräuchten eventuell mal den Beleber. Mein Antrieb im Leben war es immer, zu meinem Bruder aufzuschließen. Doch jetzt, wo es nicht länger Champ ist, ist das jetzt hier mein Ziel. Sowas in der Art. Okay, Erzbeben. Auf ein. Ja gut. Gute Nacht, Modif. Na komm, den letzten Kampf, den werden wir hier wohl noch hinkriegen. Blackie, Poff. Na zack, den will ich jetzt mal einsetzen. Das wird eine Kampf, die Giganten. Zum Schluss. Poff, du bist dran. Aqua Durchstoß. Na komm. Das ist nicht das Effektivste gegen Relaxo, aber. Na gut. Vielleicht hält es Erdbeben aus. Naja, aushalten tut es, aber. Könnte besser. Gut. Erdbeben. Oh nein, kein Erdbeben. Wir brauchen einen Beleber. Top-Beleber haben wir noch schon verschenkt. Prof besiegt. Ja gut. Blackie. Und jetzt kommt mal Beleber. Blackie muss jetzt hier leider herhalten. Tut mir leid für dich, aber. Beleber. Kraftwurzel? Nein, Kraftwurzel ist jetzt hier nicht. Dieses Kraut, da gab es einen Pokémon. Aber Pokémon Y gab es da noch so ein Kraut, was da sehr geholfen hat. Ich würde mal Modif wieder übernehmen. Das könnte der hilfreichste hier sein. So, ein Hypotank. Ein paar haben wir noch. Können wir hier einsetzen. Wozu brauchen wir es noch? So, Hammerarm. Los, halt's durch. Oh, jetzt sehr gut durch. Gut, dein Kämpfer. Bohrstabel. Ein bisschen Schaden noch zufügen. Ja, bisschen. Hammerarm. Weg verfehlt. Los, Bohrstabel. So, 2 für mich. 2 besiegt. 2 für 2 zu ziemlich viel. Brutziege. Okay. Brutziege. Na komm. Naja, komm, das kriegen wir doch jetzt. Das ist jetzt nichts effektiv. Ach du Schande. Wie sieht's denn hier bei Modif aus? Effektiv. Wir gerne einen Modif eintauschen. Dann kann Becky noch weiterleben. So, Modif. Zahnkern würde ich mir eigentlich ganz zum Schluss aufheben. Ich soll jetzt nicht gegen einen Brutziege kämpfen müssen. Nicht so unbedingt. Elektropixer. Na komm, halt's durch. Er sagt, halt's durch. Das ist doch jetzt hier nicht. Feuerball. Na komm. Das kann doch hier wohl nur ein Witz sein. Oh. Das war gut. Aqua-Durchstoß. Auwei. Kritisch. Gut, dann ist Blackie wieder dran. Nichts effektiv. Ja, vielleicht 3 jetzt doch.
Man kann auch mit nichts effektiven Attacken angreifen. Ist zwar nicht so ratsam, also wenn man was anderes zur Verfügung hat, sollte man das einsetzen, aber ja, man kann auch mit nichts effektiven Attacken einsetzen. Es ist jetzt hier ein bisschen scheiße, aber so Level 70 Zacian, da musst du jetzt kämpfen. Meine effektive Attacken. Ich wünsche mir mein Indianer wieder her. Oh wei. Drei Pokémon hat er noch. Vier. Sangton und Klinge. Na komm. Zacian. Beweis, dass du was drauf hast. Mein letztes Pokémon. Na komm. Doch, dann hab ich zusammen. Oh, okay, jetzt erzählt er irgendwelche Geschichten. Die gehen zu schnell weg. Kann ich nicht vorlesen. Gortrom. Na gut, jetzt bräuchten wir eigentlich Mordi. Die ganzen Hieb, na komm. Hau rein. Ich hoffe jetzt auf dich. Oh, das war sehr gut. Halt durch, Zacian. Trommelschläge. Halt durch. Halt durch. Sehr gut. Na komm, Knirscher. Mach den Rest. Gortrom besiegt. Da waren es nur noch zwei, wenn ich richtig gezählt habe. Vielleicht kriegt das jetzt hier Zacian doch noch hin. Ach, verflixt, aber es macht trotzdem starken Spaß, gegen dich zu kämpfen. Kramo. Okay. Ich bin hier schon am Schwitzen. Aber heftig. Sanktonklinge. Na komm. Joa, geht. Stahlflügel. Gegen Fee. Naja, gut. Warum ist das Fee? Das verstehe ich nicht. Der Typ macht keinen Sinn. Kramor besiegt. Sagt dann vom Typ Fee. Das sieht aber jetzt nicht so nach typisch Fee aus. Ich will einerseits zwar den Sieg, aber andererseits will ich auch, dass der Kampf gut wird, Gefühlschaos und so weiter. Dann komm. Nicht so viel labern. Auf geht's. Zamacentra. Oh, der Kampf gegen Ganten. Sag ja gegen Zamacentra. So muss das. Sankt Tonklinger. Sehr effektiv. Gigantenstoß. Lass es nicht so effektiv sein. Autsch. Huha. Ich glaube, da braucht jemand einen Trank. Sankt Tonklinger. Auch sehr gut. Nicht die Flucht. Nicht die Flucht ergreifen. Ja, ich weiß, Wölfe sind Fluchttiere. Aber komm. Tränke. Der Hypertrank wird es jetzt nicht ganz bringen, aber uff. Aber uff. Gigantenstoß. Au. Halt durch. Ewig kann das nicht einsetzen. Na doch, das hat schon einige KP. Einige AP. Gigantenstoß. Irgendwann muss er Knirsch einsetzen. Na gut, jetzt sind wir in der Klemme. Das ist jetzt hier. Da will ich kein zweites Pokémon mehr haben. Gigantenstoß. Au wei. Das muss nicht immer gut gehen. Na komm. So kann das doch nicht enden. Hier. Na komm. Halt durch. Noch ein paar Tränke haben wir hier. Leider auch kein Rückstoß hier. Lieber Frank. Na komm. Zacian. Du musst jetzt für mich kämpfen. Du musst jetzt stark sein. Gigantenstoß. Wie oft kann der das noch einsetzen? Das ist doch nicht wahr. Na. Wie viele AP hat das dann? Ich glaube einige. Da haben wir weniger Tränke parat. Als dass das was bringen würde. Ja, der Kampf der Giganten, der sieht jetzt hier nicht so super aus. Gigantenstoß. Du willst da mal was anderes einsetzen? Ich weiß, du wirst auch gewinnen, aber äh,
Ich habe nur noch 6 Hypertränke. Na komm, Psychobeißer. Ich weiß nicht, inwiefern das besser ist. Sehr besser. So, jetzt kann ich mal Sanktonklinge. Na komm, Psychobeißer. Ja, von mir aus. Sanktonklinge. Sommercenter besiegt. Sehr gut. Da war es noch eins, wenn ich richtig gesehen habe. Und da war es das schon. Oh, das war's schon. Trainer Hope besiegt. Das war knapp. Aber wir haben es doch hingekriegt. Dank dir und meinem Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Und uns 22.400 Pokémon-Dollar siegreich aus dem Kampf gegen deine Rivalen, gegen Hope hervor. Der allerbeste Champ hat wieder zugeschlagen. Du hast echt drauf, Zwengfürst.